Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfans, und willkommen zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Trainerwechsel beim SV Wien Wiesbaden. Marc Kienle übernimmt in der Landeshauptstadt für Peter Vollmann. Darauf wollen wir im Laufe der Sendung auch blicken, uns aber zunächst einmal ganz dem FSV Frankfurt widmen in Liga 2. 4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen stehen ganz genau auf dem recht ausgeglichenen Konto. Wohin führt der Weg der Bornheimer? Die Bornheimer am Scheideweg? Darüber wollen wir heute diskutieren, und zwar gemeinsam mit einem der beständigsten, nämlich Defensivspezi Manuel Konrad. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Hallo. Hallo. Die letzten 3 Spiele spiegeln eure Statistik ja auch ganz gut wider. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ist jetzt natürlich die Frage, wohin führt der Weg des FSV Frankfurt den Rest der Saison? Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir Spieler auch noch nicht. Es ist, wenn man den Saisonverlauf sich jetzt anschaut, sind wir schlecht gestartet und uns dann Stück für Stück gefestigt, sage ich mal, als Mannschaft gefunden. Jeder Einzelne hat sich weiterentwickelt und ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist alles ziemlich eng beieinander und klar ist das Ziel, dass wir wollen eine gute Saison spielen, wir wollen erfolgreich sein, aber ja, wenn man sich die Spiele die letzten 2 Wochen anschaut, gehört da jede Menge harte Arbeit dazu, sonst wird es ein schweres Jahr. Du hast die enge Tabelle ja auch schon angesprochen. Euer Trainer Benno Müllmann hat ja schon mahnend gesagt, dass auch der Relegationsplatz, nicht der obere, sondern der untere, nämlich Platz 16, nur 4 Punkte entfernt ist. Hat man sowas im Hinterkopf als Spieler, sei es im Training oder auch auf dem Platz am Wochenende? Man hat es auf jeden Fall im Hinterkopf, klar. Jeder Spieler kennt die Tabelle. Ist aber jetzt nicht so, dass ich ja, Tag für Tag an die Tabelle denke oder am Wochenende, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen, möglichst schnell die 40 Punkte zu erreichen und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Das ist erstmal Priorität Nummer 1 und dann, ja, wenn es dann läuft, kann man dann öfters auf die Tabelle schauen. Zuletzt hattet ihr ja auch eine ganz gute Chance wieder zu gewinnen beim 0:0 gegen den VfR Aalen. Letztendlich hat es aber doch nicht gereicht. Woran hat es gehangen? Ja, das war sicherlich, mit diesem Punkt können wir nicht ganz zufrieden sein. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Vor allem hatten wir was gut zu machen nach dem Spiel gegen Paderborn. Ja, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, sind wir nicht richtig gut in das Spiel reingekommen. Wir waren nicht mutig genug und ja, zum Schluss dann der Elfmeter. Gut, das ist was anderes. Das ist schon sehr vielen Fußballern passiert. Das war ein Geschenk. Wir haben es leider nicht in ein Tor umwandeln können. Aber ja, wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, da sind wir mutiger aufgetreten, wollten unbedingt das Tor machen. Und die Chancen, die wir dann hatten, haben wir einfach nicht genutzt. Und so müssen wir dann mit dem Punkt zufrieden sein. Und derjenige, der die große Chance, nämlich den Elfmeter, die große Chance für den Sieg vergeben hat, nämlich Zaba Yeğil, den wollen wir jetzt auch einmal zu Wort kommen lassen vor der nächsten Partie gegen Sandhausen. Kovadis, FSV Frankfurt. 4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Tabellenplatz 7 in der 2. Liga. Nach oben 4 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3. Nach unten aber auch nur 4 Zähler Vorsprung vor Relegationsplatz 16. Wohin führt die Reise der Bornheimer? Ja, es kommt ganz auf uns drauf an. Wir müssen weiter an uns arbeiten, unsere Fehler verbessern, darauf hoffen, dass wir uns von Woche zu Woche steigern und darauf müssen wir anknüpfen, dass es jetzt 4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen sind. Ja, das kann man Glück nennen, das kann man Pech nennen, weil wir haben eigentlich relativ gut gespielt die Saison. Also wir waren auch meistens überlegen gegenüber anderen Teams und haben ein paar Situationen gehabt, wo man wirklich Pech hatten, in der letzten Minute vielleicht ein Tor reinkriegen oder in den letzten 10 Minuten in den ersten Spielen, und müssen halt zusehen, dass wir da konsequenter sind. Sind wir auch geworden mittlerweile. Wir müssen halt noch zusehen, dass wir die Spiele, die wir gewinnen können, auch wirklich gewinnen und dort immer 90 Minuten konzentriert bleiben.
Xaver Jehlen selber stand vergangenes Wochenende nach seiner langwierigen Verletzungspause erstmals seit einem halben Jahr wieder in der Startelf und geriet prompt in die Schlagzeilen. Beim 0:0 gegen Aalen vergab der eigentlich so sichere Schütze per Handelfmeter die große Chance auf den Siegtreffer. Vorausgegangen war eine Diskussion mit Edmond Kaplani, wer denn nun schieße. Eine unnötige Situation zwischen den beiden, die Jehlen aber weder abgelenkt hätte, noch nachträglich schlaflose Nächte bereitet hat. Ich schlafe generell immer gut, also ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken deswegen gemacht. Wir haben kurz darüber geredet gehabt, er wollte schießen, ich wollte schießen, haben uns dann entschieden, dass ich schieße und da gibt es ist alles okay zwischen uns beiden, also es gibt jetzt keinen Streit oder sowas, alles im Rahmen, alles super. Sorgen machen müssen sich die Bornheimer auch eher über ihre fehlende Konstanz. Zuletzt des Öfteren eine Halbzeit verschlafen, zu wenig aggressiv und engagiert. Dabei schielt manch einer beim Fußballsportverein zumindest langfristig auf den Bundesliga-Aufstieg. Auch Pläne, das Bornheimer Stadion komplett zu überdachen, liegen bereits in der Schublade. Diese Woche kickte hier die Frauennationalmannschaft vor über 6.000 Zuschauern. Beim FSV ist der Schnitt zuletzt unter 5.000 gesunken. Nun müssen die Frankfurter erstmal auswärts ran, in Sandhausen. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Also ob wir jetzt zu Hause oder auswärts spielen, das ist egal. Wir wollen zusehen, dass wir das Bestmögliche abrufen und versuchen, das Beste zu geben. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir in der Woche jetzt hart arbeiten. Gegner Sandhausen derzeit nur auf Platz 13 und in den vergangenen drei Spielen ohne Torerfolg. Vielleicht die Chance für Xaver Jehlen und Co., die Bornheimer Reiseroute etwas nach oben zu korrigieren. Und die Situation mit dem Elfmeter bzw. der Diskussion davor mit Robben vergleichen wurde in der Presse dann vielleicht doch etwas heißer gekocht, als es letztlich war. Hast du auch den Eindruck, dass zwischen Xaver Jehlen und Edmond Kaplani alles geklärt ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Szene so jetzt während dem Spiel gar nicht so gesehen. Safa hat sich den Ball genommen und damit war das vom Tisch. Letztes Mal hat Eddie geschossen und ich denke, da gibt es auch bei uns keine Probleme. So muss es auch sein. Und letztlich freut ihr euch ja wahrscheinlich auch, dass er nach so langer Zeit endlich wieder so weit ist, dass er in der Startelf auflaufen kann. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die Verletzung von Safa anschaut, das ist natürlich sehr unglücklich und das wünscht man keinem Fußballspieler. Und er ist wieder auf gutem Wege, er wird langsam wieder fit und es freut mich für Safa. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Und was er ja auch angesprochen hat, ist die Konstanz bei euch über 90 Minuten, die nicht immer gegeben ist. Euer Trainer Benno Müllmann hat nach der ersten Halbzeit gegen Aalen sogar von einem laschen Auftritt gesprochen. Woran hapert es da? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ja, es gibt genügend Beispiele dieser Saison, die Konstanz über 90 Minuten, wenn man sich die Heimspiele gegen Union oder Fürth anschaut, wo wir kurz vor Schluss noch den Gegentreffer kassieren. Und das muss auf jeden Fall besser werden, wenn wir wirklich oben dabei bleiben wollen. Und es ist vielleicht eine Sache der Konzentration, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Was ja auch schon anklang, die Zuschauerzahlen gegen Aalen waren es nur etwas mehr als 3.000 im Stadion. Fehlt euch da vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Fanunterstützung, die euch weiter nach vorne pushen kann, wenn es mal nicht so gut läuft? Natürlich würde ich auch jedes Wochenende gern vor 10.000 Zuschauern spielen, aber das ist nun mal so bei uns. Das ist eine Entwicklungssache und wir als Mannschaft versuchen bestmöglich Fußball zu spielen und das können wir den Fans anbieten und es dauert einfach, das braucht seine Zeit und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall dann vielleicht nächstes Jahr in 2 Jahren irgendwann mal das Stadion vollkriegen. Man merkt ja auch immer wieder, dass ihr in Frankfurt natürlich auch im Schatten der großen Eintracht steht. Wurmt einen das manchmal so ein bisschen, wenn in Frankfurt immer nur von der Eintracht die Rede ist und eher selten vom FSV? Nee, das wurmt uns überhaupt nicht. Also es ist ja auch so, Eintracht Frankfurt ist spielt in der ersten Bundesliga und das ist auch zu Recht da. Da gehören sie auch hin. Und wir machen unser Ding in der zweiten Liga und das ist auch ziemlich gut. Und ich sehe es eher so, dass Eintracht Frankfurt der große Bruder vom FSV ist und so denke ich, so sollten alle denken. Da wollen wir gleich einmal vorausblicken auf das nächste Spiel in Sandhausen, wollen aber auch auf den neuen Trainer beim SVW in Wiesbaden blicken. Also bleiben Sie bei uns.
Willkommen zurück, liebe Fußballfans, zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Wohin geht die Reise des FSV Frankfurt in Liga 2? Dieser Frage wollen wir heute einmal nachgehen. Manuel Konrad, hat vielleicht der gute vierte Platz der vergangenen Saison, die beste Leistung des FSV seit langem, vielleicht auch zu hohe Erwartungen geschürt? Nee, das glaube ich nicht. Wir haben ja alle gesagt zu Saisonbeginn, dass das letzte Jahr ist vorbei. Es war ein super Jahr, keine Frage, aber es geht bei Null los. Und ja, wir sind mittendrin jetzt und man sieht, dass es nicht so leicht ist und dass wir alles geben müssen. Und ja, jetzt sieht man schon, was es eigentlich, was das letztes Jahr eigentlich für ein super Jahr für uns war. Und wir werden auf jeden Fall Gas geben, um das wieder zu erreichen. Du selbst kannst ja mit der Saison bisher sehr zufrieden sein. Alle 12 Ligaspiele bislang bestritten, die beiden Pokalspiele auch. Kann man eigentlich nicht meckern, oder? Ja, auf jeden Fall. Mein Ziel ist natürlich, ja, so oft wie möglich zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Das ist mein Ziel. Und ja, wenn mich dann der Trainer jedes Wochenende aufstellt, dann freue ich mich natürlich. Jetzt wirst du allerdings einmal aussetzen müssen in Sandhausen wegen deiner fünften gelben Karte. Wie sehr ärgert man sich da eigentlich selbst im Nachhinein darüber, zumal du diese Karte ja letztlich für Meckern bekommen hast? Ja, das war eine Diskussion mit dem Schiedsrichter und ja, ich bin da auch, ich muss da einfach wegbleiben, dann passiert sowas nicht. Ich ärgere mich natürlich sehr. Ich bin auf dem Platz ja ein bisschen emotionaler und das darf mir nicht passieren und ich drücke jetzt natürlich der Mannschaft von der Tribüne aus die Daumen. Was traust du deinen Kollegen denn in Sandhausen zu? Die sind ja momentan auf Platz 13, haben aber in den vergangenen 3 Spielen keinen einzigen Treffer erzielt. Werden vielleicht jetzt besonders scharf auf ein Tor sein? Ja, wenn man Sandhausen sich anschaut und die mit letztem Jahr vergleicht, haben sie sich schon weiterentwickelt. Sie sind auf jeden Fall in der Defensive sehr kompakt, sie stehen gut und es wird ein schweres Spiel für uns, aber dennoch glaube ich, dass wir, wenn wir die Leistung, die uns stark macht, auf den Platz bringen, können wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Das warten wir einmal gespannt ab. Dann wollen wir jetzt mal einen ganz kurzen Sprung in Liga 3 machen, nämlich zum SVW in Wiesbaden. Eine Woche nach dem Rauswurf von Peter Vollmann übernimmt in der Landeshauptstadt Marc Kienle. Und den näher vorstellen, das übernimmt für uns jetzt der Kollege Thomas Rotnitzki. Die Sonne geht wieder auf beim SVW in Wiesbaden, zumindest in der Trainerfrage. Der neue Coach des Drittligisten heißt Marc Kienle. 41 Jahre jung, zuletzt trainierte er die U19 des FC Bayern München. Davor war er als sportlicher Leiter im Jugendbereich des VfB Stuttgart tätig. Ja, ich habe letzte Woche Donnerstag ein Gespräch gehabt hier, habe einen sehr guten Eindruck mitgenommen nach Hause, habe natürlich das Ganze auch mit meiner Familie besprochen, diskutiert und haben überlegt. Dann kam dann Samstag früh noch mal ein Anruf, dass Wien mich gern verpflichten würde. Ich habe dann nochmal mit zu Hause gesprochen, weil ich vor 1,5 Jahren erst den Wechsel nach München vollzogen habe. Und dann haben wir aber entschlossen, ich möchte den nächsten Schritt für mich wählen, auch in den Herrenbereich. Und die Gespräche Donnerstag waren für mich sehr, sehr aufschlussreich, sehr motivierend auch. Und ich denke, Wien Wiesbaden ist eine für mich sehr interessante Station, wo ich einfach denke, dass wir in Zukunft hier auch was aufbauen können mit viel Entwicklungspotenzial in der Mannschaft, aber auch im Umfeld, und deshalb habe ich mich für den Schritt auch entschlossen. Was war passiert in Wien? Ex-Trainer Peter Vollmann hatte angeblich die Nachwuchsspieler nicht genug integriert. Das soll jetzt anders werden. Kienle hat klare Ziele. Langfristig soll der Anspruch schon sein, von Wien Wiesbaden wieder eine Klasse höher zu kommen. Aber momentan, glaube ich, ist es wichtig, dass wir bis Winter auch weiterhin den Anschluss nach oben halten. Und dann habe ich in der Zwischenzeit die Mannschaft auch besser kennengelernt und kann dann auch mehr zu definitiven Qualität von der Mannschaft auch sagen. 2 Tage bleiben dem neuen Coach noch, um am Samstag gegen Jahn Regensburg einen Dreier zu holen. Ja, das wird sehr schwierig, weil Regensburg ist ein Gegner, wo man nicht so genau weiß, wo man dran ist. Sie sind auch sehr wechselhaft in den Leistungen. Ein gefährlicher Gegner, aber unser Anspruch muss sein, dass wir am Samstag gewinnen. Was den Spielerkader betrifft, hat Kienle auch klare Vorstellungen.
optimal, sage ich mal, als Trainer zu arbeiten, ist vielleicht mit 18, 19 Spielern plus 3, 4 talentierte Spieler dazu. Im Moment haben wir einen sehr großen Kader. Andererseits kann sich ja auch jeder Spieler jetzt auch zeigen, beweisen. Und zukünftig ist mir persönlich lieber, wenn man einen etwas reduzierten Kader vorfindet. Ja. Wir dürfen gespannt sein auf den ersten Einsatz am Samstag gegen Jahn Regensburg. Der SVW in Wiesbaden steht auf Platz 7, hat aus den letzten 6 Spielen nur 3 Punkte geholt. Immerhin gab es letzte Woche ein 0:0 Unentschieden beim Tabellenführer aus Heidenheim. Gutes Omen mit sonnigen Aussichten. Und vergangene Woche, da saß hier Kickers-Präsident Klaus-Arvid Laubrecht und merkte an, dass es keinerlei Studien gibt, dass so ein Trainerwechsel wirklich etwas bringt. Manuel, wie sind deine eigenen Erfahrungen? Du hast ja bei Unterhaching sogar schon eine Saison erlebt, wo es, glaube ich, sogar 3 Trainer gab. Was bewirkt so ein Trainerwechsel oder was kann so ein Trainerwechsel im Kopf von Spielern bewirken? Ja, grundsätzlich ist es so, wenn ein neuer Trainer kommt, der hat seine neue Ideen, der bringt frischen Wind mit rein und ja, unter uns Spielern gibt es einen neuen Konkurrenzkampf. Die Spieler, die, sag ich mal, häufiger zum Einsatz gekommen sind, die müssen sich neu behaupten. Spieler, die weniger gespielt haben in letzter Zeit, die wollen ins Team. Das könnte ihre Chance sein und so kommt ja, neues Leben, denke ich mal, in die Mannschaft und das kann positiv auf die Mannschaft wirken. Mit eurem eigenen Trainer, mit dem Benno Mühlmann, könnt ihr ja mehr als zufrieden sein mit dem gerade nach der vergangenen Saison. Der passt ziemlich gut zu euch, oder? Ja, das kann man so sagen. Ich denke, der passt super zum FSV Frankfurt und für uns Spieler ist es natürlich, ja, Benno Mühlmann ist ein sehr erfahrener Trainer. Ja, er versucht uns immer weiter zu entwickeln. Das hat er mal damals im Interview gesagt und ja, das nehmen wir Spieler natürlich an. Er kann uns immer wieder motivieren und jeder Spieler hört genau hin und versucht das natürlich umzusetzen. Und ja, das ist schon gut für uns. Dabei wurde ja zuletzt in der Presse gerätselt, warum Benno Mühlmann erst Anfang nächsten Jahres über die Vertragsverlängerung entscheiden will. Wurde so ein bisschen gemunkelt, vielleicht ist er momentan doch nicht so zufrieden. Das heißt, ein paar Siege bis Anfang nächsten Jahres könnten gute Argumente für Benno Mühlmann sein, doch seinen Vertrag zu verlängern, oder? Ja, ich denke mal schon, ja. Also dann müssen wir jetzt langsam anfangen, ein paar Siege einzufahren. Sind wir mal gespannt, ob Benno Mühlmann auch über die Saison hinaus hier bleibt. Wir wollen gleich noch weitersprechen mit dir, auch über den FSV Frankfurt. Machen noch einmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder hier zurück. Noch einmal willkommen zurück, liebe Fans, zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Heute mit dem Schwerpunkt FSV Frankfurt und Manuel Konrad. Auch wenn wir schon gesagt haben, dass manch einer im Vereinsumfeld auch mal ein bisschen Richtung erste Bundesliga schielt, ist für dich selbst ja wahrscheinlich die zweite Bundesliga schon eine ganz tolle Erfahrung. Du kamst 2010 vom Drittligisten Unterhaching. Vorher nur mal beim SC Freiburg ein bisschen Zweitliga-Erfahrung geschnuppert. Also von daher, die zweite Liga für dich doch sicherlich schon seit ein paar Jahren ein tolles Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Ich war damals beim SC Freiburg als junger Spieler, da war ich 18, 19. Und wie das so ist, so oft ist bei jungen Spielern, man will öfter spielen. Und ich kam nicht so oft zum Zug. Und dann habe ich mich entschieden, mich ausleihen zu lassen nach Haching. Und dort war ich dann 1,5 Jahre und dann kam das Angebot von Frankfurt. Und ja, jetzt bin ich schon das vierte Jahr hier und fühle mich sehr wohl hier und bin auch zufrieden, in der zweiten Liga zu spielen. Geboren bist du ja im schwäbischen Illertissen, hast dann in deiner Karriere zunächst hauptsächlich in Baden und in Bayern gespielt, also eher in Süddeutschland. Jetzt die vierte Saison hier in Frankfurt. Fühlt man dann sich auch schon so ein kleines bisschen als Hesse? Ja, 4 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier und ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch länger hier bleiben darf oder wie das in Zukunft ausschaut. Auf jeden Fall gefällt es mir hier in Frankfurt. Die Stadt ist schön. Ich habe viele Freunde hier kennengelernt und ja, das passt schon. Du bist ja gelernter defensiver Mittelfeldspieler beim FSV unter Hans-Jürgen Boysen damals. Angefangen hast du aber erstmal als linker Verteidiger. Hast du dich da eigentlich auch wohlgefühlt? Hat das den Horizont ein bisschen erweitert oder wie war das anfangs für dich? Ja, das war was Neues für mich. Ich habe da
das erste Spiel gegen Schalke im DFB-Pokal gemacht. Aber wie das so ist als Fußballer, man muss das annehmen. Ich habe das versucht zu machen und dort natürlich auch versucht, der Mannschaft zu helfen. Natürlich war es nicht meine optimale Position, das ist klar. Aber ich habe das in dem Moment so angenommen und gespielt dort. Und natürlich fühle ich mich auf der 6 wohler, ist ja klar. Aber manchmal muss man da eben da sein und der Mannschaft helfen, so gut es geht. Also keine Position, wo du der Mannschaft nicht auch gerne mal aushilfst, wenn es Not am Mann ist? Wenn es sein muss, mache ich das, klar. Du hast 2005 in deiner Karriere, habe ich einmal rausgelesen, die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der Kategorie U19 bekommen, also quasi die Auszeichnung für die Nachwuchsspieler des Jahres. Steht die heute noch stolz bei dir in der Vitrine, im Regal zu Hause? Irgendwas, wo du heute noch unheimlich drauf stolz bist? Ja, auf jeden Fall. Die Medaille ist zu Hause bei meinen Eltern. Und klar, auf sowas kann man schon stolz sein, wenn man sieht, welche Spieler die Medaille bekommen haben. Und das hat mich sehr gefreut damals, ja. Der FSV Frankfurt schielt ab und zu mal nach oben. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Schielst du selbst als Spieler eigentlich auch Richtung Bundesliga? Und wäre das vielleicht sogar irgendwas, was du mit dem FSV eines Tages verwirklichen willst? Klar ist, dass jeder Fußballer, der in der zweiten Liga Fußball spielt, auch gern mal in der ersten Liga spielen will. Ich persönlich auch, natürlich. Aber Fakt ist, dass ich jetzt beim FSV Frankfurt spiele und mich so dort sehr wohlfühle und dort versuche, mit guten Leistungen der Mannschaft, dem Verein zu helfen. Was dann in Zukunft passieren wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber klar ist, dass man gerne in der ersten Liga irgendwann mal spielen möchte. Meinst du denn, der FSV Frankfurt als Verein hätte das Potenzial, in der Bundesliga zu bestehen? Wäre das etwas, was dem Fußballsportverein einen Schub geben könnte? Oder wäre es vielleicht doch eher was, wo der FSV sich vielleicht sogar übernehmen würde? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sind aktuell in der zweiten Liga sehr gut aufgehoben. Wir haben letztes Jahr eine gute Rolle dort gespielt, sind dieses Jahr gut dabei. Und ich denke, dort sollten wir uns erstmal richtig etablieren und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal in ein paar Jährchen an die erste Liga denken. Sind wir mal gespannt, ob wir den FSV dann auch irgendwann mal im Oberhaus sehen. Manuel Konrad, vielen Dank für deinen Besuch hier heute bei uns. Und für Sie, liebe Fußballfans, natürlich wie immer der Hinweis auf kommende Woche. Am Donnerstag um 19 und um 22 Uhr können wir uns wiedersehen, wenn Sie möchten. Bis dahin wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Fußballwochenende und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.